Das heutige Thema: ein günstiges Haus inklusive Grundstück in Paraguay kaufen. Bleiben Sie also dran. So, viele von Ihnen fragen mich immer wieder, meistens per E-Mail, teilweise auch per WhatsApp: Pitt, gibt es die Möglichkeit, ein günstiges, attraktives Haus in Paraguay hinzustellen? Und da gebe ich euch die Antwort. Ja, und viele von Ihnen haben ja recht. Warum sollte man einfach ein großes Haus bauen, und dann hat man nur Probleme? Also erstmal, ihr müsst viel Geld investieren. Die zweite Sache: Sie müssen auch das Klima berücksichtigen. Warum? Weil Sie die meiste Zeit draußen bleiben. Also im Prinzip, die Denkweise muss sich bei Ihnen komplett ändern, um in Paraguay erfolgreich zu investieren. So, nochmal ganz allgemeine Sache ist jetzt die Sicherheit. Nicht nur in Paraguay, sondern grundsätzlich die Sicherheit in der ganzen Welt, die, wie Sie selbstverständlich wissen, auch in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich sehen die Sachen nicht anders, wenn nicht schlimmer aus. Und daher sollte man sich auf jeden Fall folgende Punkte merken. Bitte, bitte, bitte einfach aufschreiben, damit Sie es nicht vergessen. So, immer bei jedem Bauvorhaben, das Wichtigste ist die Lage. Ja, die Lage. Und das darf man an erster Stelle bitte aufschreiben und es nicht vergessen. So, im Prinzip ist es ganz einfach. Bei Ihnen zu Hause, egal wo Sie sind, gibt es doch auch gute Lagen und schlechte Lagen. Und gute Lagen kosten dementsprechend mehr und schlechte Lagen natürlich sind preiswert, um es nicht zu sagen, billig. Es geht natürlich erstmal um die Grundstücke. Daher lieber ein kleineres Grundstück erwerben, wo Sie erstmal Kapital sparen, zweitens Ihre Sicherheit haben und drittens eine hervorragende Infrastruktur drumherum haben. Ich spreche jetzt von der Stadt Piribebuy, wo wir die Grundstücke anbieten werden. Es muss nicht unbedingt so ein großes Haus wie unser Musterhaus dahinter. Ja, man kann sich selbstverständlich ein kleineres Haus hinstellen, wie ich gesagt habe. Aber so oder so, die Lage, die muss stimmen. Also bitte, bitte beschweren Sie sich nicht, wenn Sie nach Paraguay kommen und sagen immer: Mensch, die Paraguayer sind ja schuld. Nein, sind nicht die Paraguayer schuld. Sie selbst sind schuld, weil, ja, man wollte etwas Geld sparen, in Anführungszeichen, und man hat Grundstücke gekauft, wo es keinen Eigentumsnachweis gibt, wo die Gegend, ich sage mal, bekanntlich sehr, sehr schlecht ist. Und drittens, daher kommen die günstigen Preise. Also man sollte sich ja nicht wundern. Also Schnäppchen gibt es sehr wenige, auch in Paraguay. Keinen wird Ihnen etwas umsonst verkaufen. So, kommen wir jetzt, wenn wir das Grundstück schon halbwegs gefunden haben, wobei zu den Grundstücken ist noch Folgendes zu sagen: Sie können immer, so wie wir es gemacht haben, die städtischen Lagen oder am Stadtrand bevorziehen. Warum?
man wird nicht jünger. Das haben wir leider auch festgestellt. Und ich denke, das ist auch, betrifft natürlich auch Sie und alle anderen ja auch. Und es wird oft vergessen, dass man nicht jünger wird, sondern älter. Und daher, man braucht keine Hektars zu bearbeiten, sondern Grundstücke im Bereich von 300, 400, 500 oder 600 Quadratmeter reichen ja vollkommen. Schauen Sie sich in Ihre Umgebung um. Und der Durchschnitt von Grundstücken für ein freistehendes Einfamilienhaus liegt sicherlich in dieser Größenordnung. Und jetzt sprechen wir über Wohnanlage. Wohnanlage ist nämlich wichtig, und zwar eine sichere Wohnanlage. Darum gehen ja viele, sagen wir, am Rande der Welt, kommen hierher nach Paraguay, kennen weder das Land, noch die Sprache, noch die Sitten. Und dann gehen die 5, 6, 7, 8 oder 10 Kilometer weit entfernt vom Asphalt. Warum konzentriert man sich nicht in eine Wohnanlage, in eine sichere Wohnanlage, wo Sie als auch die Nachbar euch auf jeden Fall behilflich sein können im Falle des Falles? Also Leute, wenn man älter wird, braucht man nicht unbedingt Haufen Gartenarbeit, um es 18 Stunden am Tag sich mit Rasenmäher und Gartenpflege zu beschäftigen. Meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. So, kommen wir jetzt zu dem günstigen Haus. Also, klar kann man günstige Häuser bauen zu attraktiven Preisen. Meine Empfehlung ist, Leute, kommt einfach hierher, lasst euch von Fachleuten bedienen, sprich Grundstücke kaufen und bauen. Viele sagen, Gott, ja, ich lasse mich doch mal alleine machen, und dann stehen auch die Probleme. Glaub mir, ich bin oder wir mit meiner Frau sind 20 Jahre hier in Paraguay. Leben gut, sind keine Millionäre, aber uns geht es gut und wir, ich sag mal, können wir uns grundsätzlich nicht beschweren. Und deshalb wollte ich natürlich die Sachen, mein Wissen an euch weitergeben, damit Sie keine Probleme, unerwartete Probleme, irgendwie bekommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. So, also ich werde euch unten in der Beschreibung die Seite vorstellen, wo wir auf jeden Fall aktuelle Ereignisse, aktuelle Informationen auf einer Webseite darstellen werden. Ganz leicht zu merken: Haus kaufen Paraguay.com. Ganz einfach zu merken. Haus kaufen Paraguay.com. Man kann natürlich auch Häuser vorstellen, wo auch exakt genaue Preise stehen. Und das ist wahrscheinlich das, was Sie alle hören möchten. Preise, Preise, Preise und nochmal Preise. Also im Moment haben wir Angebote hier in der Stadt Piribebuy, wo man ein günstiges Haus, dazu ein Grundstück, volles Schloss natürlich, das Haus bezugsfertig zu einem Preis von ungefähr ab 35.000 Euro. Und diese Informationen findet ihr natürlich auf unseren Seiten. Falls Sie Fragen haben betreffend der günstigen Häuser, bitte auf jeden Fall am besten in den Kommentaren aufschreiben. Also bis dann, nicht vergessen bitte den Kanal zu abonnieren, Likes nach oben, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao aus dem sonnigen, schönen, grünen, winterlichen Paraguay. Lasse ich euch grüßen. Bis zum nächsten Video.